Yo, liebe Leute, hier ist mal wieder der Rambo von United Outlaws für euch. Ich wünsche euch erstmal eine besinnliche Weihnachtszeit und frohe Festtage. Ich habe hier mal wieder für euch einen Super Unlimited Money Glitch. Ihr startet hier beim Crips im Lager einfach eine Verkaufsmission als Truppführer. Als nächstes tauscht ihr nun den Fahrerplatz mit eurem Truppmitglied und lasst euren Kollegen den Verkaufswagen bis zum Zielpunkt fahren. Das dauert natürlich eine Weile und ich habe das Ganze ein wenig vor euch geschnitten, sonst ist die Wartezeit einfach viel zu groß. Ja. Am Zielort angekommen, müsst ihr erstmal alle Gegner vernichten. Euer Kollege fährt jetzt hier den Wagen in die gelbe Zielmarkierung und ihr als Truppführer, ihr bereitet euch schon mal darauf vor, damit ihr die Anwendung schließen könnt. Das macht ihr, indem ihr eben kurz die PlayStation-Taste gedrückt haltet und sobald es dort nun oben unter der Zeituhr das Häkchen erscheint, schließt ihr die Anwendung. Um zu kontrollieren, damit der Glitch jetzt auch funktioniert hat, könnt ihr euch direkt ins Lager neu spawnen lassen und begebt euch dann eben zum Crips seiner Schlachtbank und da könnt ihr ja eben sehen, damit eure Waren noch da sind. So, hier seht ihr das Ganze nochmal aus der Sicht vom Truppmitglied. Jedes Truppmitglied erhält hier 625 Dollar. Jo, dann Leute, euch allen eine fröhliche Weihnachtszeit. Macht den Glitch, solange er noch funktioniert. Viele Grüße und bis bald hier auf dem Kanal der United Outlaws.